Für welche Superheldin würdest du dich entscheiden? Vielleicht Spider-Man, Iron Man oder doch Hulk? Wie wäre es mit allen? Heute testen wir nämlich mal alle Superhelden aus in der Superhero Akademie. Das bedeutet, wir schalten uns natürlich auch jede einzelne Superkraft frei. Und was wir alles für Superhelden und Superkräfte freischalten werden, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns mal heute zusammen im Superhero Academy Tycoon. Oh ja, wo wir unsere eigene Superhelden freischalten werden. Aber Freunde, wir brauchen nicht nur einen Superheld, auch nicht zwei, sondern wir brauchen alle Superhelden, die es gibt. Und dann würde ich sagen, oh, ich glaube, wir müssen auf diesen Knopf hier drücken und oh yeah, da haben wir schon unseren eigenen Plot am Start. Boah, schaut mal, wie große Gebäude die anderen gebaut haben. Oh mein Gott, in der Mitte, Freunde, ist der Superschurke Joker und gegen den müssen wir uns natürlich anlegen. Und ich würde sagen, los, wir müssen jetzt hier in unserer Superheldenschule unsere eigenen Superhelden ausbilden. Das machst du sehr, sehr gut, Sentex Roblox. Ab geht's. Und wieso sind wir eigentlich so ein Roblox-Klotz, Freunde? Das ist doch eigentlich mein normaler Skin. Und wir rennen jetzt hier mit so einem Noob-Klotz einfach hier rum. Wie die ganz alten Charakter hier. Die ganzen alten Charakter. Und, okay. Hier ist wieder das Cash am Start. Und wir können uns sogar hier doppeltes Geld kaufen. Dann würde ich sagen, Freunde, das gönnen wir uns natürlich sofort. Katsching, ab geht es. Und dann schalten wir uns natürlich jetzt hier. Oh nein, uns fehlt ein einziger Dollar. So, dann drehen wir uns nochmal um. Zack. Jetzt haben wir das ganze Geld am Start. Los, weiter trainieren. Wir wollen natürlich hier eine richtige Superheldenschule werden. Und wir können sogar hier, Freunde, einmal am Glücksrad drehen. Einmal ein Freespin haben wir. Oh, was wir bekommen. Trommelwirbel drückt uns die Daumen. Es dreht sich. Es dreht sich. Wie lange dreht sich noch? Wie lange dreht sich? Und oh, plus, 15, dreifaches Geld, 15 Minuten lang. Alles klar, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Nochmal drehen. Oh, wir können nochmal drehen. Ja, zweimal können wir sogar drehen. Und danach kostet es anscheinend hier Robux. Vielleicht irgendwie Spider-Man oder Iron Man. Was denn das Beste? Hier plus 200% Leben. 1%, aber was ist das? Dreifacher Schaden. Ja, alles klar. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, okay, nochmal können wir leider nicht drehen. Hier haben wir die Boost. Dann würde ich sagen, komm, benutzen wir das Ganze mal. Beide Boost werden jetzt benutzt. Ey, Achtung, nicht mich verkloppen. Ich muss jetzt hier einmal durch. Ab geht's. Oh, wir haben wieder einiges an Cash bekommen. Und damit werden wir natürlich jetzt hier unseren Superhelden-Tycoon weiter upgraden. Hier, wir können uns einen Sensei kaufen. Eine Sensei. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns das Ganze mal. Und der soll uns anscheinend mehr Geld geben. Oh, oh, heiliger Sensei. Ich verbeug mich vor. Oh, sorry, sorry. Und ich habe mich verklickt. Auf einmal gehe ich voll den High-Kick. Freunde, ich würde sagen, aus dem Weg, ich zeig mal, wie das geht. Bam, bam, bam. Oh, wie wir uns richtig mit dem anlegen. Alles klar. Hier werden in unserer Schule unsere eigenen Superhelden jetzt hier ausgebildet. Was haben wir denn noch alles im Shop? Wir können uns hier, noch hier was gönnen. Transformation kaufen. Oh, wir können uns in solche Bosse, super Schurken verwandeln. Okay, Coins gibt es ansonsten noch. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu entdecken. Was ist das hier? Ah, hier können wir uns rebirthen. Alles klar, Freunde. Aber so viel Geld haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Wir schalten jetzt hier alles Mögliche frei, was in unserem Superhelden-Tycoon hier gibt. Junge, ein Busch für 300 Dollar. Wie teuer ist das denn? Und aha, da haben wir schon mal unsere allerersten Lasertüren am Start. Oh ja, der Sensei hat sich ja mega gelohnt. Wir kriegen jetzt hier viel, viel schneller Geld. Und wow, so sieht das Ganze hier aus. Okay, und wir gehen uns ein Laufband. Und los, ihr wollt doch echte Superhelden werden. Superwoman oder Mrs. Woman oder so. Und 1 und 2 und 1 und 2. Schneller, das muss schneller gehen. Vor allem, ich sehe jetzt nicht gerade aus wie der Sportlichste, ey. Wenn man mich Riesenklotz anguckt. Junge, Junge, Junge. Ich bin echt breit geworden, muss ich sagen. So, dann gehen wir uns hier... Katana-Training können wir uns noch kaufen. So, mal schauen, was wir uns jetzt hier freischalten. Katana-Training. Aha. Und Fight. Auf einen fairen Kampf. Beruhigt euch. Ich stehe noch mitten euch. Junge, das ist hier lebensgefährlich. Überall wird hier irgendwer verkloppt. So, dann können wir uns hier noch ein paar Hantelbänke. Perfekt. Das sieht doch hier sehr, sehr gut aus. Okay, Freunde. Unsere Superheldenschule wird natürlich immer und immer größer. Und wow, was ist das denn? Was haben wir uns da freigeschaltet? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Wer bin ich denn hier? Jetzt haben wir, ihr seht es, Freunde, unten links 1200 Leben am Start. Ab geht es. Können wir irgendwas Cooles machen? Haben wir irgendwelche Fähigkeiten? Hallo, kommt her. Von hinten angreifen. Ab geht es. Wir rennen einfach überall durch. Aber wir müssen die Leute natürlich hier kämpfen lassen, weil die werden natürlich jetzt hier ausgebildet in unserer Superheldenschule zu richtigen Superhelden. Und ich bin mal gespannt, weil wir so die ersten Kostüme bekommen. Und... Alles klar, Freunde, wir haben das erste Kostüm freigeschaltet. Und warte mal, Freunde, haben wir jetzt hier irgendwas eigentlich am Start?
was wir benutzen können. Wir haben hier... Ah, nee, okay, da haben wir nichts. Aber das ist jetzt hier unser... Oh mein Gott, Iron Man Anzug. Ich bin es, Iron Man Tony Stark. Was geht ab? Guckt euch das Ganze mal. Aber wo ist mein Iron Man Helm? Und habe ich jetzt irgendwelche coolen Fähigkeiten damit? Oder sehe ich einfach nur aus wie, ja, keine Ahnung, ein bisschen breiter Iron Man? Ich glaube, noch haben wir keine Fähigkeiten damit. Die Superheldenfähigkeiten schalten uns natürlich hier nach und nach frei. Wir sind natürlich hier am Anfang vom Anfang gerade noch. Alle müssen natürlich jetzt hier schön ausgebildet und trainiert werden durch die Hantelbänke und sowas. Und ich glaube, es gibt noch richtig viele verschiedene Etagen. Ich meine, guck mal, boah, was, so groß wird das Ganze irgendwann? Okay, Freunde, mal schauen, ob wir das Ganze schaffen werden, so einen großen Tycoon hier zu bauen. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin. So ein Scoreboard gönnen wir uns. Oh, was ist das denn hier? Hier sehen wir unsere ganzen Stats hier am Start. Okay, was ist das hier? Ah, wir können hier alles upgraden hier. Warte mal, Freunde. Ah, wir haben jetzt unsere erste Fähigkeit hier unten freigeschaltet. Ein Sensei-Schwert. Hoja, komm her, hoja, hoja. Ab geht es, okay. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Fähigkeit. Nämlich, jetzt sind wir damit schneller. So, wow, oh mein Gott. Gotta go fast. Wuhu, ab geht die Post. Let's go. Oh mein Gott. Und lass es mal probieren jetzt, hier damit zu diesem Boss hier zu gehen. Hier gibt es nämlich einen Hauptboss oder irgendwie sowas. Und wir können den Boss besiegen. Und dann bekommen wir vielleicht seine Fähigkeit oder sowas, wenn wir... Oh, den besiegen. Alles klar. Der wurde durch uns erledigt. Und oh mein Gott, was geht da? Okay, ich glaube, die sind aber ein bisschen zu stark, Freunde. Die haben richtig viel Leben. Oh ja, friss das. Ich bin das Iron Man. Jawohl, wir müssen als Team zusammenhalten. Er ist auch Iron Man, Freunde. Und nur als Superhelden-Team zusammen haben wir eine Chance, gegen diesen Golem uns hier anzulegen. Ab geht es, Freunde. Boah, Junge, der hat richtige Käsefüße. Die stinken ja richtig verdammt nochmal hier. Ab geht es, Freunde. Da, das ist dieser Eis-Golem-Boss. Und vielleicht werden wir sogar eines seiner Fähigkeiten bekommen, wenn wir ihn besiegen. Ab geht es. Wir um Ziggeli, der hat nicht mehr viel Leben. Okay, er schießt so einen Strahl. Aber Freunde, keine Chance gegen uns, den Iron Man. Ab geht es. Und komm schon. Gönn. Und der Boss wurde besiegt. Er hat nichts fallen gelassen. Alles klar, würde ich sagen. Tschüss. Wow, das hat sich richtig gelohnt. Oh, schau, er hat Spider-Man. Er hat einfach so ein Spider-Man-Outfit. Okay, er ist alles Iron Man am Start. Richtig krass. Tschüss, Leute. Muss los. Alles klar, Freunde. Würde ich sagen, sind wir wieder in unserer... Hä? Das war gar nicht unsere Superhelden-Schule. Er ist auch hier gerade. Ich dachte, das wäre meine Superhelden-Schule hier. Oh mein Gott. Okay, das war ein bisschen peinlich. Aber Speedy Gonzales, nie. Woo. Ab geht die Post. Wir haben wieder einiges an Cash-Mash am Start. Und damit schalten wir uns natürlich jetzt hier alles Mögliche frei. So, hier die teuren Büsche waren hier draußen. Büsche, so. $300, Katsching, ab geht es. Aha, so sieht das Ganze jetzt von außen aus. Natürlich alle weiter fleißig am Trainieren. Und wann schalten wir uns jetzt mal hier die nächste Etage frei? So, da bin ich mal gespannt. Wir haben ja hier, aha, die ganzen Fähigkeiten. Hier haben wir noch was. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Aber vorhin, hier ein Aufzug. Ab geht's. Was? Es gibt 7 Etagen. Wir sind gerade bei Nummer 2. Na, alles klar, Freunde. Das bedeutet, die allererste Etage haben wir jetzt erfolgreich gebaut. Wir gehen uns einen nächsten Sensei. Alles klar. Schönen guten Tag, Herr Sensei. Oh, ich spüre die Macht der Bananen. Ab geht es, Freunde. So, dann können wir uns natürlich auch hier alles mischen. Oh mein Gott, wie teuer ist das denn? Wir brauchen hier mehr Katana-Training. Die geben uns natürlich schön viel Geld. Können wir uns im Shop irgendwas hier gönnen? Lass uns das Ganze mal kaufen, dass wir das Geld automatisch einsammeln. Das bedeutet, wir müssen unser Geld nicht abholen, sondern das Geld landet direkt in unserer Hosentasche. Oder hat das überhaupt eine Hosentasche oder diese Rüstung? Aber es landet direkt auf jeden Fall in unserer Rüstung. Oh mein Gott, 100.000 Cash? Was? Junge, als ob wir so viel machen. Ach, 1 Million. Oh, Kobalt-Web-Power. Okay, unsere erste richtige Superkraft. 500.000 Energieballkraft. Okay, Freunde, ich glaube, dafür müssen wir 700.000. Okay, jetzt reicht es aber mal. Jetzt reicht es mal. Das sind hier Wucherpreise, verdammt nochmal. Ich bin nur ein armer, kleiner Iron Man. Ich habe leider noch nicht so viel Geld. Wir schalten natürlich aber alles mögliche erstmal frei, was wir uns hier freischalten können. Wir haben hier die nächste Kraft, Freunde. Ab geht es. Was haben wir hier? Kamehameha. Wow. Wir schießen so einen Energieblitz und einen lilanen. Wie heftig ist das denn? Habt ihr das gesehen? So, dann kaufen wir uns natürlich jetzt hier noch die restlichen Wände. Natürlich hier ein bisschen mehr Training. Alles klar. Mehr Katana brauchen wir. Junge, wir sind echt ein bisschen zu schnell, Junge. Okay, so deaktivieren wir das Ganze. Okay, nee, Freunde, so, da sind wir ein bisschen zu langsam. So, dann schalten wir uns, einen schönen Wasserfall. Ach, das tut gut. Eine kleine schöne Erfrischung gönnen wir uns doch hier. Perfekt, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt mal hier diese Fähigkeit mal austesten gleich hier an dem Superboss hier.
Und dann können wir als nächstes die Kobalt-Web-Power. Und, oh, ist das eine Spider-Man-Attacke, Freunde? Okay, okay, das müssen wir austesten. Das müssen wir direkt austesten. Alles klar, ab geht es zu Etage. Boah, Nummer 1. Ich habe den Aufzug einfach geboxt. Ab geht es. Da komme ich. Oh, wir haben einen neuen Boss. Wir haben einen neuen Boss und frisst meine Energiekugel. Bäm. Und, oh, oh, sorry. Jetzt hat er uns gesehen. Und, wow, wir können uns schwingen. Wir können uns einfach schwingen. Und, warte mal, Freunde, wir haben jetzt gemacht. Und Spider-Man, Spider-Man. Vor allem, wir haben jetzt Spider-Mans Fähigkeit in dem Iron-Man-Kostüm. Wie lustig ist das denn? Alles klar, okay, mal schauen, ob wir jetzt hier diesen Feuerdämon oder sowas besiegen können. Und so, ab geht es, Freunde. Bäm, friss mein Feuerball. Hey, kannst du stehen bleiben, Kollege? Bleib stehen. Wow, okay, jetzt sind wir ein bisschen schneller am Start. Boah, der hat auch eine krasse Attacke. Macht mir überhaupt Damage? Ja, ein bisschen. Bisschen macht mir Damage. Und hier können wir uns so, wow, wegschwingen. Hier, bäm, einen riesen Feuerball draufschießen. Ab geht es. Okay, er hat nicht mehr viel Leben. Komm schon. Und der Boss wurde defended. Aber er hat nix. Wow, Fallenglas. Na toll, ey. Ab geht es, nächster Boss. Okay, Freunde, nee, aber, wow, Junge, der ist ja auch stark. Der hat leider nichts fallen gelassen. Vielleicht kriegen wir es noch heute irgendwie hin. Leute, ich habe mich verlaufen. Wiedergeburtenshop. Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie mich gesehen? Ah, Wiedergeburten. Boah, Junge, wie teuer sind die denn? Holy, eine Wiedergeburt. Ah, 10, Tee, was auch immer Tee ist. Das ist auf jeden Fall zu viel. Okay, Freunde, da, hier die rote Base. Ich glaube, das ist unser Teil. Gut, ab geht es, Freunde. Wir, schwingen uns. Hallo, könnt ihr die Tür aufmachen? ich bin der Fensterputzer, du, alles gut. Was geht da? Ey, hä? Warte mal, ist das überhaupt mein Tycoon? Der schwingt sich einfach hier die ganze Zeit rum. Nee, ich glaube, das ist gar nicht unser Tycoon. Hallo, können wir... Hä? Das ist mein Tycoon. Hey, was macht ihr da oben, Freunde? Ab geht's in die zweite Etage. Der schwingt sich einfach rum. Kollege, ich glaube, du bist hier im falschen Haus. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Wow, jetzt schwingen wir uns beide. Als Spider-Iron-Man hier rum. Okay, dann würde ich sagen, ab geht's. Oh, wir haben wieder 7 Millionen Cash am Start. Lass uns mal damit hier erstmal natürlich auch diese nächste Etage freischalten. Oh, wir haben einen neuen Skin. Yo, jetzt haben wir den Spider-Man-Skin. Aber das ist nicht der originale Spider-Man-Skin. Und was macht der da? Ja, alles klar, der schwingt hier einfach nur. Beachtet den nicht. Der ist ein bisschen verrückt. Der schwingt sich nur hier rum. Und da haben wir wirklich jetzt hier einen neuen Skin freigeschaltet. Oh mein Gott, wir haben sogar noch einen Skin. Hä? Das ist aber kein Superheld, oder, Freunde? Sieht mir aus wie so eine Wissenschaftler oder irgendwie so das Uniform. Let's go. Alles klar. Aber Leute, weiter trainieren. Ich bin hier euer Schüler. Ich bin natürlich euer Lehrer. Nee, nicht euer Schüler. Und das war's jetzt auch mit dieser Etage. Und wir machen weiter mit Etage Nummer 3. Und das ist, die Schneeetage. Alles klar. Und Tsunami-Fähigkeiten gibt es hier. Einfrieren-Power, 400 Millionen. Okay, dann würde ich sagen, oh, es gibt hier den nächsten Sensei, den dritten. So, dann würde ich sagen, wir gehen uns einmal. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Sensei. Da haben wir ihn am Start. Und der gibt, oh mein Gott, wie viel, oh Junge, der gibt uns wieder richtig viel Geld. So, dann gönnen wir uns natürlich hier die nächsten Katana-Kämpfer, die ja alle schön ausgebildet werden hier. So, ja, ja, Leute, macht mal euren Job hier. 50 Millionen, ein Berg, eine Million. Oh, 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 okay, das wird teuer. Es wird jetzt richtig teuer, vor allem die Skins. 1 Milliarde kostet hier ein Skin. Aber ich will auf jeden Fall diese Tsunami-Power haben. Das ist unser Ziel, Freunde. Alles klar, wir haben jetzt hier genug Geld am Start, um uns die erste Fähigkeit freizuschalten. Nämlich passend zum Schneegebiet gibt es hier eine Einfrierfähigkeit. Die werden wir equippen. 480 Millionen brauchen wir, um die zu upgraden. Und dann gibt es hier noch einen Skin, den wir uns freischalten, Freunde. Und das ist dieser lilane Superhelden-Skin. Mit so einer Maske. Schaut mich mal an. Ab geht's. Warte mal, wer ist er eigentlich? Hallo, Freunde. Na, was geht ab? Wuhu. Ha! Und sie testet die Einfrierfähigkeit und ist das kalt. Und da war er einfach eingefroren. So, dann können wir uns natürlich hier noch mal hier den Berg, zack, und natürlich hier alles Mögliche im Schneegebiet werden wir uns natürlich jetzt hier freischalten, auch in dieser Etage. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal jetzt hier mit den neuen Items, die wir jetzt am Start haben. Oh, jetzt nochmal nach ganz unten gehen. So, und wow, wir werden angegriffen von einem anderen Superhelden. Ab geht es und wir können jetzt hier, wow, so richtig krass rennen. Und ich würde sagen, wir graden auch mal hier. Für 900 Dollar können wir unser Schaden upgraden von unserem Schwert. Okay, können wir es nur einmal upgraden oder mehrmals? Alles klar, anscheinend geht es gerade nur einmal. Dann würde ich sagen, ab geht es, Freunde. Wir gehen wieder in das Battle gegen den Endboss. Hier komme ich, ne? Hast du mich vermisst, mein kleiner Golem? Komm, drop mir jetzt mal deine Fähigkeit. Ich weiß auch nicht, wie selten das ist oder irgendwie sowas, seine Fähigkeit zu bekommen. Und, Freunde, wir haben hier diesen Einfrierer. Und ich würde sagen, ab geht es. Wow. Oh, falsche Richtung ausgeführt. Wir haben das voll gefällt, ey. Ich habe das voll in die falsche Richtung gemacht. Aber dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier mit dem Katana drauf hier. Und mit, wow, jetzt auch die gleiche
gleiche Fähigkeit. Oh, was ist der denn? Boah, irgendwelche Blitze. Da würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Nein, wieso schießt er die ganze Zeit in die Richtung? Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze eben mit unserem Schwert und mit der Megakugel. Yeah, ab geht es. Und bam, erstmal feuern wir das natürlich in die falsche Richtung. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, bam, der Eisstrahl. Ab geht es. Yeah, jetzt haben wir ihn volle Kanne. Oh, getroffen. Kritischer Treffer, komm schon, bitte, bitte, du Yeti, gönn mal, boah, gönn mir mal was, gönn mir mal deine Fähigkeit und du die droppst. Ja, wir brauchen Spider-Man Superhelden am Start, los, Spidey. Spidey-Man, Spidey-Man, los, du wurdest auch in der Superhelden-Schule ausgebildet, dann würde ich sagen, komm, ab geht es. Wir müssen zusammen als Superhelden zusammenhalten und diesen Schurken jetzt hier besiegen. Gönn, 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 ist das kalt. Wir werden hier die ganze Zeit eingefroren, aber Freunde, da sollten wir jetzt hier genug haben. Und Freunde, nein, er hat wieder nichts fallen lassen, bruh. Naja, da würde ich sagen, schwingen wir uns. Wow, schwingen wir uns wieder zurück. Ey, das macht so viel Spaß hier. Oh, ich bin der Fensterputzer. Moin, wir haben uns einfach hier nach oben geschwemmt. Nicht geschwemmt, sondern gespinnt. Auch hier natürlich, Freunde, haben wir die ganzen Berge auf der einen Seite. Ach, wunderschön in die Kälte hier. Und es gibt hier zu jeder Etage natürlich hier passende Superfähigkeit, die man sich hier freischalten kann. Solche gab es jetzt hier genau einmal diesen Freeze Power. Und als nächstes gibt es einen Tsunami. Da würde ich sagen, gönnen wir uns natürlich auch hier. Zack, hier den ganzen Boden. Und ein bisschen Schnee natürlich hier noch. Ab geht's. Ah, hier wird auch Frost, Freunde. Spinnennetztraining. Und hier wird dann das. Wow. Ah. Ach, Freunde, das war gar kein Spieler, sondern er trainiert hier die ganze Zeit hier mit seinem Spinnenweben. Wuhu, rumzufliegen. Alle sind unten am Trainieren und er spinnt sich hier rum. Du Spinner. Du Spinne meine ich natürlich. Jetzt haben wir das Geld für unseren. Oh mein Gott, für unsere Tsunami-Power, die wir gleich austesten werden. Und einen nagelneuen Skin haben wir uns freigeschaltet, nämlich. Na, was? Ja, boah. Das sieht aus wie so eine richtige Ritterrüstung. So eine schwarze Ritterrüstung. Ja, das macht es auf jeden Fall angsteinflößend. Ja, der Typ schwingt immer noch da rum. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns hier noch die Lichter und sowas. Und dann, Freunde, kaufen wir uns den Aufzug vor die Etage Nummer 4. Jetzt haben wir hier Sand am Start, Freunde. Nach dem Eisgebiet gibt es das Sandgebiet. Und natürlich kaufen wir uns auch hier unseren vierten Sensei. Hallo, Sensei. Na, wir kennen uns mittlerweile. Du bist schon der vierte von mir. Ab geht's. Und auch hier können wir uns jetzt hier neue Kämpfer und alles mögliche freischalten hier. Zack, zack, zack. Eine Pyramide gibt es hier. Okay, was gibt es hier für Fähigkeiten, Freunde, die wir uns freischalten können? Oh, Unsichtbarkeitskraft gibt es. Oh mein Gott. Und einen neuen Skin für 500 Milliarden. Das wird auf jeden Fall jetzt ultra, ultra teuer hier alles werden. Aber, Freunde, das werden wir hinbekommen. Erstmal hier die ganzen Zack. Hier, genau. Die Kakteen werden sich gegönnt. Und Attacke. Wow, habt ihr das gesehen? So einen Strudel oder irgendwie sowas. So ein Wasserstrudel, den wir auf ihn drauf loslassen. Das ist sehr, sehr krass. Freunde, alle sind hier fleißig am Trainieren. Ihr seht es. Er übt zum Beispiel seine Unsichtbarkeitskraft, um ihn von hinten bam zu erledigen. OF verteidigt sich in so einer Blase. Let's go. Aha, der ist auch wieder da. Na, was geht ab, kleiner Mann? Zeig, was du drauf hast. Alle gucken auf dich. Warte mal, er kann ihn nicht sehen, weil er unsichtbar ist und er wird jetzt von hinten erledigt. Kollege, hinter dir. Boah, er hat sich gewehrt durch die Blase. Okay, aber ich würde sagen, wir haben hier natürlich auch Pyramiden und sowas gegönnt. Und wir können jetzt aber in die 5. Etage, Freunde, jetzt hier gehen. Und hier können wir uns direkt schon mal hier was gönnen, nämlich hier den Sensei in dieser Etage. Und das ist eine Taktik, womit hier viel schneller Geld kommt, Freunde. Und wir gönnen uns jetzt den Sensei. Und ihr seht es, Freunde, wir bekommen ultra viel Geld. Vielen Dank, wie kann ich Ihnen jemals bedankbar sein mit Ihrem Wunsch? Wunderbaren Bart. Und wir können jetzt direkt eine Etage nach unten gehen. Und jetzt haben wir wieder richtig viel Geld durch den Sensei, indem wir uns jetzt hier alles Mögliche hier freischalten. Und das war's jetzt hier mit dieser Etage. Und, was haben wir jetzt hier, Freunde? Ah, okay, ich würde sagen, wir machen die Fähigkeit weg hier. Alles klar. Da haben wir eine neue Fähigkeit. Und wir haben jetzt einen neuen Skin. Plus 260%. Oh, gesunder Junge, ist das hell, Freunde. Ich leuchte euch richtig ins Gesicht. Ihr werdet alle blind durch mich. Oh. Freunde, ich bin ja ultra weiß einfach. Alle werden geblendet. Und dann habe ich hier noch eine Fähigkeit. Dann würde ich sagen, machen wir den Eiszauber weg. Alles klar, würde ich sagen, Freunde, testen wir das Ganze natürlich auch aus. Unsere neuen... Oh, stimmt, hier ist ihr Fenster. Ich habe die so gut als Fensterscheibenwischer geputzt, ey, dass ich nicht mal gesehen habe, dass da ein Fenster gab. Aber jetzt würde ich sagen... Oh, warte mal. Hier, Freunde, gönnen wir uns natürlich noch Lichter für draußen. So sieht bis jetzt hier unsere Superheldenschule aus. Und dann würde ich sagen, Freunde, ob geht es. Wir haben jetzt hier eine neue Fähigkeit und die testen wir jetzt hier sofort aus. Und wow, wir haben einen... Ah, diesen Ball, den haben wir gesehen. Da haben die anderen ja schon trainiert hier. Let's go. Und dann haben wir eine Unsichtbarkeitshand. Und damit können wir jetzt hier unsichtbar werden. Nur für kurze Zeit. Jetzt im Angebot. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir wieder einen Feuerdämon hier am Start. Komm her, komm her. Okay, okay. Ich würde
würde sagen, bevor wir uns mit dem anlegen, schwingen wir uns wieder zurück. Jetzt bitte nicht gegens Fenster klatschen. Nein. Und da fallen wir wieder runter. Ja, alles klar, ich bin natürlich auch noch in der Superheldenschule. Ich muss natürlich meine Kräfte auch hier lernen zu beherrschen. Aber jawohl. Boah, sehr, sehr gut. Easy peasy. Und dann schauen wir mal, was für Superkräfte wir jetzt hier haben. Wir haben einen Baum. Alles klar. Okay, mal schauen, was die jetzt hier machen. Okay, sie macht sich wieder unsichtbar. Und, hä? Das sind doch die gleichen wie unten, oder? Okay, das bedeutet, die trainieren noch hier die Fähigkeit von unten weiter. Vielleicht gibt es ja irgendwas anderes Spannendes zu entdecken. Invisibility-Training, immer noch, Freunde. Alles klar. Wow, hier kommen einfach solche nagelneuen Gebäude oder irgendwie sowas. Und wie teuer ist das Ganze denn? Aber gibt es überhaupt irgendwelche neuen Fähigkeiten zu entdecken? Warte mal, was geht mit dem ab? Ha! Ab geht es. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Kaffee getrunken. Der ist so total zittrig und himmelig, ey. Also dann kaufen wir tatsächlich auch hier noch die restlichen Gebäude hier, die ganzen Wände und sowas. Oh, Fliegentraining. Oh mein Gott, das können wir jetzt gleich freischalten, Freunde. Ab geht es so. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeig, was du... Wow, drauf was. Der fliegt einfach. Los geht es. Und die schalten wir bestimmt als nächstes frei. Wo haben wir das Ganze denn? Fliegentraining. Ich glaube es nicht. Wie heftig ist das denn? Ich will auch fliegen können, aber... Oh, ich glaube, das dauert noch, bis wir das Ganze können. In der Zeit, würde ich sagen, müssen wir das natürlich alles andere hier freischalten. Wo ist die Fliegenfähigkeit? Ich will sie haben. Ich will auffliegen. 1,4 QA. Junge, was ist das denn bitte für eine Einheit hier? So, aber ich würde sagen, wir können jetzt mittlerweile hier, zack, in die nächste Etage. In Etage Nummer 6, die vorletzte Superhelden-Etage. Und dann gönnen wir uns auch hier, ach, da haben wir ihn, den Sensei. In jeder Etage haben wir den wirklich. Der gibt uns immer so viel Geld. Also den zu kaufen, das lohnt sich immer. Guck mal, wir haben jetzt 800 T pro Sekunde einfach. Und durch den Sensei, alles klar, oder, durch den Sensei haben wir 800 T pro Sekunde, glaube ich. Ab geht es. Und hier gibt es hier schon die nächsten Fähigkeiten. Und, oh mein Gott, guck mal, wie viel QA wir haben. Da würde ich sagen, jetzt gehen wir wieder so in Etage Nummer 5. Ich habe mich verlaufen und dann gönnen wir uns hier als nächstes. Das ist der, das sah ein bisschen aus wie der Iron Man Anzug, Freunde. Und dann haben wir hier noch einen, warte mal, wie viel ist der? 280% und der gibt uns plus 300%. Na, was geht ab, Freunde? Oh, so ein roter Drachenkostüm. So ein Drachenkostüm. Wie heftig ist das denn? Und passt dazu, Freunde. Passend zum Drachenkostüm gibt es die Flugfähigkeit, die wir haben. I believe I can... Wow, Alter, voll den Kopf gestoßen. Das gibt eine Beule. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, die Fähigkeit sollten wir lieber nicht hier drinnen probieren. Im Tycoon hier, im Superhero, in der Superhero-Schule. So, wie höre ich auf zu fliegen? Na, alles klar, Freunde. So, ich glaube, dann sollte es mit der Etage hier gewesen sein. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, ab geht's in Etage Nummer 6. Mal schauen, was wir uns jetzt hier gönnen werden. Und was es jetzt hier für nächste Fähigkeiten gibt. Zeig, was du drauf hast, Kollege. Und was kann er... Oh, hier gibt es diese Blitze oder irgendwelche Gewitter-Superkräfte. Alles klar. Die werden wir uns natürlich auch jetzt hier gleich freischalten. Ab geht die Post. So, was können wir uns hier noch kaufen? Ein paar Wände und sowas. Aber, Alter, richtig teuer. Da würde ich sagen, Frodi, ab geht es. Wir testen das Ganze mal jetzt aus hier. Zack. Unsere neuen Superkräfte, nämlich unsere Flug. Wow, Superkraft. Wir springen einmal. Ah, so ab nach oben, Freunde. Oh, nee, nicht meine Schussplatz aktivieren und bäm. Und dann können wir hier hier rumfliegen. Wow, ab geht es. Guck mal, wir können einfach in eine andere Superheldenbase einbrechen. Und da sind wir eingebraucht, Freunde. Da sind wir jetzt hier als Drache. Oh, schön und sanft und schmeidig gelandet. Alter, wir können einfach die ganze Zeit rumfliegen. Das ist ja viel besser als mit dem Spider-Man-Netz. Hallöchen, schönen guten Tag. Ich bin euer Fensterputzer. Hat wer einen Fensterputzer bestellt? Wir kommen aber nicht rein, weil alles ist mit Laser geschützt. Boah, was hat der denn für krasse Fähigkeiten? Alles klar, kommen wir in irgendeine Base rein oder irgendwie sowas. Da habe ich mir gedacht, okay, in die Base kommen wir locker rein. Hallo, ich bin hier nur der Postbote, ein fliegender roter Drache, der sich hier ein bisschen umschaut, ob alles hier in Ordnung ist bei den anderen Superhelden-Schulen. Moin, moin, was geht ab? Landen wir auch mal? Oh, Sturzflug. Ab geht es. Oh, da sind wir gelandet. Schönen guten Tag. Läuft alles in Ordnung hier bei der Superhelden-Schule? Ja. Das freut mich doch wirklich sehr zu sehen. Aber ich muss auch wieder weiter. Tschüss und... Oh mein Gott, schau mal, Freunde. Da ist noch ein Superheld. Hey, hast du Bock auf ein kleines Superhelden-Fight? Bist du ready? Ab geht es, Freunde. Wow. Oh mein Gott, wir machen Damage. Wir machen gut Damage. Ab geht es. Komm schon, Freunde. Wir müssen jetzt hier als Superhelden gegeneinander kämpfen. So, ab geht es. So, zack. Dann haben wir jetzt hier noch unsere Fähigkeit hier. Let's go, let's go, let's go. Mit unserem Katana. Und komm schon, er hat nicht mehr viel Leben. Und jawohl. Wir haben ihn besiegt. Und den allerersten Superhelden-Fight erfolgreich gewonnen. Tschüss, muss
los, los. Und da fliegen wir wieder weiter. Schau mal, da oben schwingt sogar einer. Als Spider-Man einfach hier. Hallöchen. Na, alles klar, störe ich Sie? Ich bin nur ein fliegender Drache. Und schnell, Schutzschild aktiviert. Und jetzt mit unserem Katana, Freunde. Wir können sogar jetzt hier unsichtbar machen. Als fliegender Drache unsichtbar machen. Und dabei greifen wir ihm einfach hier an. Aber ich glaube, boah, Alter, wieso machen wir ihm keinen Damage, Freunde? Er hat eine viel zu starke Rüstung. Wow, was geht jetzt ab? Oh mein Gott, was hat der denn für eine krasse Fähigkeit? Was war das denn? Komm her, okay. Du hast den Kampf erklärt. Ab geht die Post, Freunde. Oh mein Gott, okay. Er wehrt sich. Was ein spannender Superheldenfight. Ich glaube, wir haben auch nur das Katana am Start. Und dann haben wir jetzt hier noch, oh, unsere Flugblase, unsere Schutzblase am Start. Let's go. Und da schwingt er, ha, da schwingt er sich wieder weg, ja, ja. Verzähl dich nur, Spider-Man, ja, ja, wir wissen alle, wer hier der wahre Superhelden-King ist. Oh, schau mal, wie unser Tycoon hier bis jetzt von außen aussieht. Wir sind wirklich fast fertig. So, würde ich sagen, komm, gönnen wir uns noch hier, Achtung, Landung. Bäm. Dann gönnen wir uns natürlich hier noch die allerletzten Items und die allerletzten Fähigkeiten hier in unseren Tycoon. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was das Ganze ist. Oh, guck mal, wir können sogar hier, warte, können wir in die nächste Etage? Ne, wir gönnen uns hier, den Himmel erstmal, Freunde. Wo ist der Aufzug? Freunde, ich brauche einen Aufzug. So, hier das Fliegentraining. Alle Leute, weiter trainieren. Das macht ihr sehr, sehr gut. Ab geht es. Wir brauchen mehr Schüler. Ihr müsst weiter trainieren hier für eure Superkräfte. Das macht ihr sehr, sehr gut. So, dann gönnen wir uns hier natürlich eine Schülerin, die hier schön am Fliegen ist. Achtung, ich muss einmal durch den Unterricht. Was ist das denn? QI. Oh, den nächsten Skin, den wir uns anscheinend hier freischalten können. Und, oh mein Gott, wir haben sie gekauft. Oh, ich wollte die gar nicht kaufen. Aber, Freunde, naja, jetzt haben wir sie, Freunde. Ich würde sagen, wir machen die Fähigkeit weg. Nein, ich habe jetzt, Freunde, die Sturmkraft. Wow, mit dem wir so Blitze rumschießen können. Wie heftig ist das denn? Die haben uns jetzt tatsächlich freigeschaltet. Das müssen wir jetzt hier sofort austesten gehen. Hier an dem Boss in der... Oh, Mensch, haben wir einen neuen Boss oder was? Oh, wer ist er denn? Ein neuer Boss. Ein neuer Boss gegen eine neue Superkraft. Friss, oh, meine Blitze. Feuerman ist das. Habt ihr das gesehen? Schaut euch das Ganze mal an. Und bäh, wir schießen jetzt hier unsere Blitze. Yo, der kann Feuerbälle einfach schießen. Alles da vorne, würde ich sagen. Ab geht's, Feuerman. Komm her, ich mach dich platt. Wow, Junge. Aber wir bekommen so wenig Damage einfach hier durch unsere starke Drachenrüstung. Das ist richtig krass. Ja, seine Feuerbälle kitzeln ein bisschen. Aber ansonsten auch nichts. Und da haben wir ihn. Aber auch er hat nichts gedroppt, Freunde. Aber mittlerweile brauchen wir sowieso nicht die Superfähigkeiten von den Bossen in der Mitte. Oh mein Gott, okay. Warte mal, um dich will ich mich aber noch kümmern. Boah, den hat mir noch gar nicht. Diesen Joke oder sowas. Was hat der wohl für Superkräfte, die er fallen lassen kann? Und gar nichts. Wow. Und, gute Nacht. Da liegt er mit seinem Hammer auf dem Boden. Und ich glaube, das sind hier unten rechts die Fähigkeiten. Ich glaube, das sind hier die vier verschiedenen Bosse mit den vier verschiedenen Fähigkeiten, die wir theoretisch freischalten können. Aber daher, Freunde, würde ich sagen, wir fliegen wieder hier in unsere Base hier hin. Und ich glaube dann, oh, hier oben. Ja, wir können jetzt schon nach oben fliegen, obwohl es hier keine Plattform gibt. Das bedeutet, ab geht es, Freunde. Wir schweben jetzt hier blub, ab nach unten. Und dann schalten wir uns natürlich jetzt hier noch den Rest Teil hier von unserem Tycoon frei. Nämlich einmal hier so, die Lichter werden sich natürlich gegönnt. Katsching. Und dann hier, ab geht es, Freunde, auf die nächste Etage. Wo ist mein Sensei? Ah, da ist mein Sensei. Ich dachte schon, in der Etage wäre der nicht. Aber, Freunde, jetzt haben wir wirklich in jeder Etage bis hin zur finalen Etage uns den Sensei gegönnt. Und was gibt es jetzt hier, Freunde? Wir sind jetzt wirklich hier in der allerletzten Etage von unserer Superheldenschule angekommen. Ihr seht, oh, wie weit oben sind wir mittlerweile. Das ist zu heftig, muss ich sagen. So, lass uns nochmal hier in die sechste Etage gehen. Ich glaube, hier gibt es noch, oh, den nächsten Skin, nämlich, Freunde, oh, wer ist das? Das Tor! Wir haben jetzt hier den Tor-Skin. Oh mein Gott, ich bin das Tor. Wo ist mein Hammer? Wo ist der Hammer, Freunde, vielleicht von Tor? Und dann haben wir hier sogar noch einen Skin freigeschaltet. Und wer ist das denn, Freunde? Oh, das ist wie so ein ägyptischer Superheld oder irgendwie sowas, ne? So eine kleine Mumie oder irgendwie sowas. Nee, so eine Art Pharao meine ich natürlich. Yeah, Uga, Uga, Uga. Ab geht's. Und jetzt haben wir auch wirklich alles hier. Ah, nee, hier gibt es noch was. So, zack, freigeschaltet. So, einmal kurz hier Speedy Gonzales. Einmal einen Speedrun machen. Aber okay, das war's, Freunde. Das war's mit der Etage. So, ihr trainiert weiter. Und währenddessen betreten wir die finale Superhelden-Etage. Oh, jetzt haben wir hier eine Vulkaninsel ganz, ganz oben von unserem riesengroßen Superheldenturm. Und hier, was gibt's jetzt hier für Fähigkeiten?
Okay, wir haben hier, oh, Feuertraining. Ja, natürlich, Freunde. Und, oh, schaut euch den mal an. Der gerade kann irgendwie so das Feuer beschwören oder Feuer bändigen. Das ist total krass. Das will ich auf jeden Fall auch können. So, dann kaufen wir uns natürlich auch noch hier so die restlichen Wände hier. So, wow, an den Seiten. Okay, das ist gefährlich. Leben am Limit. Nein, aber kein Problem. Wir können einfach easy, bam, nach oben fliegen. Hier als Tor. Wir haben wirklich jetzt 1000 Superkräfte kombiniert. Ich meine, wir haben ein Tor-Outfit, wir haben ein Ironman-Outfit und passend dazu natürlich hier tausende Superkräfte. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. So, dann gönnen wir uns hier nochmal den Boden. Ich glaube, da oben, ah, guck mal, hier oben gibt es noch was. Unsichtbarkeitstraining, alles klar, Freunde. Ja, 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 das kennen wir ja schon, aber immer schön eure Unsichtbarkeit trainieren, Freunde. So, genau, zack, damit ihr unsichtbar und von hinten, bam. Aber sie hat noch ihren Abwehrschild benutzt, ey. Okay, meine Schüler werden wirklich erwachsen. Sie werden so schnell groß. Alles klar, Freunde, wir haben wieder genug Geld. Und dann würde ich sagen, es ist Zeit für die letzte, oh, finale Superkraft, nämlich die Feuerkraft, die wir haben. So, dann würde ich sagen, die Spinnweben kommen dafür weg. Und natürlich passend dazu den letzten finalen Skill. Wow, oh, wie sehen wir denn aus? Yeah, wie finde ich mein cooles Stirnband? Let's go, wie finde ich meine hochgestylten Haare? Ab geht es. Das waren jetzt wirklich die letzten Items. Oh, warte mal, hier gibt es noch eine finale Plattform. Schaut euch das Ganze, Mann. Das ist jetzt unser ganzes Teil. Was können wir hier machen? Oh, ein Logo können wir uns noch gönnen. Dann schalten wir uns natürlich noch hier so die Lichter frei. Und ich glaube, hier irgendwo, genau, hier gab es noch einen Skin, nämlich diesen Skin. Und okay, mit dem haben wir 3600 Leben. Mit dem haben wir 3800 Leben. Hallo, ne? Wir können da gar nicht rausgucken. Meine Augen gucken da gerade noch so raus. Ihr seht es, das ist jetzt wirklich der beste Super-Skin in dem ganzen Tycoon hier. Und, ah, guck mal, Freunde, wir können sogar hier mit den Türen interagieren. Ah, die Laser aktivieren und deaktivieren. Und dann gönnen wir uns hier draußen natürlich noch das Superhelden-Logo. Ab geht's, warte, wo haben wir das Ganze denn? Ah, das ist hier das Logo. Ich dachte, wir hatten so ein großes Logo. Und dann, Freunde, sind wir tatsächlich fertig mit unserem Tycoon. Wir haben uns jetzt wirklich alles Mögliche gegönnt. Ihr seht es, wir haben jetzt hier die beste Superheldenrüstung und die beste, ab geht es, oh, Feuerattacke. Wir schießen einfach so ein Feuertornado. Ähnlich wie mit dem Tsunami, nur mit Feuer hier rum. Ab geht es. So sieht jetzt hier ab in die Lüfte jede einzelne Etage aus von unserer eigenen Superheldenschule. Ihr seht es, mit ganz, ganz vielen tausend verschiedenen Schülern und tausend verschiedenen Superfähigkeiten. Wow, die sie natürlich ausbilden und die ausgebildet werden. Superhero Academy. Da haben wir nochmal das riesengroße Roblox-Logo am Start. Und ich würde sagen, ab jedes Freunde, habt ihr Bock noch auf ein kleines Superhelden-Fight? Oh ja, mit unseren krassen Fähigkeiten. Klopf, klopf, hallo, kann ich? Wow, guck, wir sind einfach jetzt hier eingebrochen. Na Leute, was geht ab? Ich bin es hier, euer Oberchef. Ah, Freunde, guck mal, was die für Fähigkeiten noch haben. Ah, der schon wieder. Na, was geht ab? Der ist auch hier. Schön am Üben. Das sind hier die Eisfähigkeiten, die sie lernen noch. Und da ist der Freunde Spider-Man. Und ich würde sagen, Spider-Man, ich bin gekommen, um dich zu besiegen. Friss meine Feuerattacken und alles Mögliche. Bäm, ab geht es. Und wieso bekommt er keinen Schaden? Wieso machen wir ihm keinen Schaden? Alles klar, kleiner Fail. Wir brauchen einen anderen Gegner. Ab geht es. Oh, voll den Kopf wieder gestoßen. Das gibt die zweite Beule. Schreib auch gerne in die Kommentare, welche Superfähigkeit fandest du heute die krasseste? Also ich muss sagen, hier diese Fliegenfähigkeit. Damit können wir wirklich in jeden einzelnen Tycoon einbrechen und überall hinfliegen, wo wir hinwollen. Hallo? Klopf, klopf? Ist hier wer? Er ist da unten. Zielobjekt gesichtet. Na, Iron Man, kennst du mich noch? Friss meine Attacken und meine Flammenattacken. Oh mein Gott, okay, wir haben ihm Damage gemacht. Ab jetzt fliegen wir einfach hinterher. Was geht denn da ab? Ihr seht es und bäm. Oh, mit den Blitzen haben wir jetzt tatsächlich erledigt. Wie krass war der Fight denn bitte? Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Mit dem heutigen, wow, Superhero-Video. Wie schnell ist der denn? Komm her, komm her, komm her. Ich schnappe dich. Jawohl, okay. Okay, er will kämpfen, er will kämpfen. Friss meine Blitzattacke. Friss meine, oh, meine Feuerwelle. Ab geht's. Okay, Freunde, jetzt der finale Fight. Bleib stehen. Stehen geblieben. Du hast den Kampf angefangen, Kollege. Okay, eigentlich wir. Da haut ihr ab, Freunde. Okay, sind wir vielleicht ein bisschen schneller, wenn wir hier mit unseren Schuhen am Start sind. So, wir hören mal auf zu fliegen und, okay, mit unseren Schuhen. Wir schneiden ihm den Weg ab. Wir schneiden ihm den Weg ab. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wir laufen hier im Kreis die ganze Zeit rum, oder wie? Da hinten ist der. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Wir haben den Shop geöffnet. Bleib stehen. Bleib stehen. Friss unsere Blitzattacke und unsere, oh, Feuerattacke. Jawohl, wir haben getroffen mit dem Feuerattacke.
Wir haben ihn tatsächlich getroffen. Boah, mit der Feuerattacke. Jetzt, Freunde. Feuer, Blitze, alles mögliche. Und da haben wir ihn erledigt. Oder, ah nee, er wehrt sich noch. Er zappelt auf dem Boden rum. Ob geht es? Bäm, Blitz und alles mögliche hier. Wow, er rennt weg. Er rennt die ganze Zeit weg. Bleib stehen. Er hat nicht mehr viel Leben. Und... Er ist in seine Base rein. Aber Freunde, was er nicht weiß, ist, dass wir reinfliegen können in seine Base. Ja, lalalala. Und, nein, okay, er hat alles mit Scheiben. Ah, ich verstehe schon. Überall sind hier Fenster. Wir haben echt keine Chance, die einzubrechen. Er ist wieder raus. Und da rennt er wieder weg. Stehen geblieben, kleiner Mann. Stehen geblieben, Iron Man. Ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Wir zwei. Er rennt wieder weg. Und tschüss. Oh, warte mal. Was passiert, wenn wir durch die Laser gehen? Nein. Da wären wir natürlich erledigt. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt wirklich gewesen sein mit dem heutigen Superhero Akademie Tycoon, wo wir unsere eigene riesengroße Superheldenschule gebaut haben. Wir haben wirklich die unterschiedlichen Superhelden ausgerüstet mit 1000 verschiedenen Superkräften und sind so zum allerstärksten Superhelden der ganzen Welt geworden. Oh ja. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.